Hallo zusammen, ich heiße Linlater und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Wir gucken uns an, was es überhaupt bedeutet, Brüche zu erweitern und wie genau das geht. Angenommen, wir haben hier eine Pizza. Wir teilen uns diese Pizza auf und ich esse, sagen wir mal, ein Stück davon. Das wäre in dem Fall ein halb. Wenn wir eine Pizza haben, wie die hier, und wir sie wieder aufteilen, dieses Mal aber in vier Stück, und ich esse, sagen wir mal, zwei Stück davon, dann hätte ich ein Viertel gegessen und noch ein Viertel gegessen. Das heißt, insgesamt hätte ich zwei Viertel gegessen. Ob ich jetzt eine halbe Pizza gegessen habe oder zwei Viertel von einer Pizza, im Endeffekt macht es keinen Unterschied, weil ich trotzdem die Hälfte gegessen habe. Wir wissen nun, dass ein halb also genauso groß ist wie zwei Viertel. Da es manchmal ganz schön umständlich sein kann, so etwas zeichnerisch darzustellen, gucken wir uns an, wie wir das rechnerisch machen. Ich habe ein halb und die Aufgabe lautet, erweitere ein halb mit 2. Um einen Bruch mit 2 zu erweitern, muss man nur die obere Zahl mal 2 nehmen und die untere Zahl genauso mal 2. Einmal 2 ist 2 und 2 mal 2 ist 4. Ein Halb ist gleich 2 Viertel. Das haben wir festgestellt. Und das stimmt auch. Wenn wir diesen Bruch nun mit 3 erweitern wollen, machen wir oben mal 3 und unten mal 3. 2 mal 3 ist 6 und 4 mal 3 ist 12. Ob ich jetzt sage, ich habe eine halbe Pizza gegessen, ich habe zwei Viertel Pizza gegessen, oder aber ich habe 6/12 Pizza gegessen, spielt es absolut keine Rolle. Und im Endeffekt habe ich die Hälfte davon gegessen. Nehmen wir jetzt mal eine andere Zahl. Ihr könntet zum Beispiel eine Aufgabe haben, die lautet, erweitere 4/5 mit 3. Wir würden in dem Fall oben mal 3 und unten mal 3 rechnen. 4 mal 3 ist 12 und 5 mal 3 ist 15. 4/5 ist also genauso groß wie 12/15. Das funktioniert so bei jeder Zahl. Hätten wir ein Neuntel. Und wir erweitern mit beispielsweise jetzt 4. Machen wir wieder oben mal 4 und unten mal 4. Einmal 4 ist 4 und 9 mal 4 ist 36. Ein Neuntel ist genauso groß wie 4 36. Vielen Dank fürs Anschauen. Click it, like it, share it und bis zum nächsten Mal. Tschüss!